Schmidt singt Jürgens die Udo-Show. So hieß der Samstagabend-Act am langen Miskus-Wochenende auf der Seebühne in Kriebstein. Insgesamt 1800 Besucher konnten die Organisatorin bei allen drei Veranstaltungen zählen. Neben der Hommage an das musikalische Lebenswerk Udo Jürgens gab es einen Akustik- und Rockabend mit der Musik der Eagles und einen Theaternachmittag mit Ronja Räubertochter. Am Sonnabend gehörte die Aufmerksamkeit des Publikums Martin Schmidt mit der 10-köpfigen Big Band. Verdammt nah am Original, mit stimmlich täuschend echten Darbietungen wurde der Abend eine akustische Wiederbegegnung mit Udo Jürgens. Künstler und Publikum profitierten vom üppigen Repertoire des Ausnahmekünstlers Jürgens. Eine der typischen Win-Win-Situationen im mittelsächsischen Kultursommer. Der Sommer ist ja bekanntlichermaßen sehr heiß, was auch nicht immer gut ist, aber natürlich gerade bei so einem Abendkonzert wie heute hier auf der Seebühne ist es natürlich optimale Bedingungen. Die Leute sind gut gelaunt und es ist ein schöner Abend, obwohl es am Wasser jetzt auch recht kühl wird. Aber ansonsten tolle Veranstaltungen, tolle Programme, viele Gäste. Also wir sind voll im Plan und darüber. Und von der Seite her, 25. Festivalsaison, über die Hälfte ist geschafft, ungefähr zwei Drittel. Und bis jetzt sehr zufrieden und gehen frohen Mutes das letzte Drittel jetzt der Saison an. Dauerbrenner gab es auch an diesem Abend auf der Bühne. Titel wie Merci Chérie zum Beispiel. Es war 1966 der österreichische Siegertitel des Grand Prix de Eurovision und für Jürgens der Durchbruch international auch in Japan. Dort wird er wohl auch heute noch verehrt. Für 2020/21 plant die Schmidt singt Jürgens Show eine Japan-Tournee. Was einst als Zwei-Mann-Projekt mit Matze Wiesner begann, ist heute mit Big Band oder Orchesterbegleitung erlebbar, erzählt Martin Schmidt. In Kriebstein gastiert die Show mit der Big Band. Damit standen mehr Musiker auf der Bühne als Macher im Organisatorenteam des Miskus. Also im Team sind wir 8 festangestellte Mitarbeiter. Dazu kommen dann noch viele ehrenamtliche Helfer aus unserem Verein, aber auch Freunde, die einfach gerne entweder auf der Bühne spielen. Es gibt ja viele Rollen, man braucht nur an die Burg der Märchen zurückdenken, wo viele ins Kostüm geschlüpft sind und die Märchenrollen gelebt haben. Und aber auch viele historische Figuren verkörpert haben. Fürstentag war ja einer unserer Höhepunkte in dieser Saison. Und so gibt es viele helfende Hände an allen Ecken und Enden des Kultursommers, für die wir sehr dankbar sind. Und ohne das wäre, also wir 8 könnten das nicht schaffen. Dann brauche ich gar nicht lang zu überlegen. Nach der Show ist vor der Show. Gut 40 Veranstaltungen organisiert der mittelsächsische Kultursommer in seiner 25. Saison. Gut 2 Drittel sind gespielt. Organisatorisch eine Meisterleistung, auch schon vor der Saison. Ähnlich wie der Wintersportler, der im Sommer gemacht wird, wird der Grundstein des Kultursommers im Winter gelegt. Ja, es kommt ja immer die Frage, was ist nach der Saison und dann vor allem im Winter. Das ist eigentlich genau die Hauptorganisationszeit. Also das sind die Absprachen, die Verträge werden gemacht. Es muss ja alles gebucht werden, angefangen von der Übernachtung, vom Essen, von der Technik, was dazu kommt. Die Abläufe müssen geplant werden. Wenn wir hier heute den Abend haben, dann heißt das, dass wir ab spätestens Mittwoch hier auch vor Ort sind und den Aufbau koordinieren. Bühne, Licht, Ton, alles was dazugehört, ist natürlich, muss vorbereitet sein, muss aufgebaut werden. Das kostet alles Geld, das kostet alles Zeit. Und das sind dann so die Hauptaufgaben. Und wenn man dann sieht, okay, Seebühne ist gut gefüllt und das Publikum ist glücklich und zufrieden, dann ist das dann der Lohn auch dann für unsere Arbeit. Zum Lohn der Arbeit gab es dann noch ein musikalisches Sahnehäubchen extra, natürlich auch fürs Publikum. Es feierte die Lieder Udo Jürgens, die Künstler und ein bisschen sich selbst. Der Chef des Miskus plant schon weiter. Dann geht's mit Leisnig weiter, Burg- und Altstadtfest. Und dann geht's schon in die Kirchen rein. Also dann beginnt unsere Kirchentour. Also wir haben Orgel rockt,
in Burgstedt, in der Stadtkirche Burgstedt. Ein tolles Programm, also alle, die die Orgel mögen und die Rock- und Popmusik mögen, sind herzlich eingeladen. Wir hatten das Programm schon mal vor 3 Jahren in Hatter und es ist sehr gut angekommen. Also Simon und Garfunkel hat er einfach mal in der Zugabe aus dem Hut auf der Orgel gespielt und ich habe immer geguckt, wo ist denn hier eigentlich der Kassettenrekorder, der das abspielt. Aber nein, er spielt das wirklich live und absolut fantastisch. Dann haben wir dieses Jahr zur 25. Saison 3 Abschlusskonzerte, eins in Döben, eins in Mittweida, die Nacht der erleuchteten Kirche, wird eine Wiederauflage erfolgen. Musikalisch ein neues Programm, also man darf gespannt sein, ob wer die erste Nacht der erleuchteten Kirche in Mittweida kennt. Wir sind im historischen Wasserkraftwerk mit unserem Sofakonzert, also da werden wirklich Sofa ins Wasserkraftwerk gefahren und man kann sich da bequem machen. Und den Sound von den jungen Talenten aus unserer Region lauschen. Und wer den Miskus kennt, weiß, für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Griechischen Wein gab es aber nur musikalisch auf und an der Seebühne Kriebstein. Die gut 700 Besucher hatten ihn auf den Lippen bei Schmidt singt Jürgens, die Udo-Show.